So können wir jetzt nach Hause gehen. Das ist auf jeden Fall der Tag der Tage. Ich kenne deinen Papa ja schon von FaceTime so ein bisschen. Aber heute lernen wir uns persönlich kennen. Willst du das Hemd anlassen? Ja, natürlich, das habe ich so angezogen. So richtig hübsch geworden. Na klar. Mal kurz umgezogen, weil wir werden vermutlicherweise Cindys Papa gleich nochmal helfen, ein paar Sachen aus dem Auto rauszutragen. Ich glaube, da ist das Hemd nicht so perfekt. Hast du Schlüssel dafür? Was sagst du? Schlüssel? Ja. Bisschen zu eng noch, ne? Nicht, dass ich damit fahre und das Rad direkt abfliegt. Ja, jetzt fall ich jetzt. Dann lass mich auf euch, ne? Ich flieg dich. Sam kommt hinten im Gepäckträger, der ist ja nicht so groß. Deshalb ist er ja da. Das sind ja lange Beine. Geht das? Das ist gut. So, für den Familienstammbaum haben wir hier jetzt unsere Größen gemessen. Also ich bin, oha, ich bin auch geschrumpft. Du bist 1... Genau, 1,77, ne? Ja, so Pi mal Daumen, oder? Ja, der ist so alt, ich habe genug Kruchzweige geschnitten. Ja, ich war da ungefähr. Ja, und ich bin bei 1,83 geblieben. 1,82,6. Ja. 82,6. Ja. Na Mensch. Da bist du der Größte. Wir probieren uns hier gerade essenstechnisch wieder durch. Sind in einem asiatischen Restaurant. Und das ist, glaube ich, Gurkensalat, ne? Mhm. Ich glaube, es ist so ein bisschen sowas wie marinierte Gurke. Es sind schon zwei, drei andere Sachen noch dazugekommen. Das sind ganz klassisch Frühlingsrollen. Und das hier war so ein Kartoffelgericht. Sieht einfach aus wie Pommes. Aber ich glaube, hier ist nochmal ein Eimer mit dabei. Mit irgendwas mit Ei. Das habe ich in der Beschreibung auf jeden Fall gelesen. Ich habe mir so ganz normal eine Nudel mit Gemüse bestellt. Und ich finde eigentlich, das ist immer so mit das leckerste Essen. Also so richtig einfach. Und jederzeit kriegt man das runter. Gehst du wieder in eine Bildergalerie? Ich dachte, du unterhältst dich mal mit mir. Ich war schon so völlig verwirrt und dachte mir, was will der mir jetzt? Seit wann redet er mit mir? Ja, seit wann redet er mit mir? Macht er das jetzt nur für die Blogkamera? Mit deinem Oper-Regenschirm gewinnt. Das Gute ist, mit einem Regenschirm kann man mal zeigen. Wir waren gerade mit Freunden essen. Na, was machst du? Ich habe mich gerade fast auf die Fresse gepackt, weil Sam gerade echt so einen Zug auf den Beinen hat. Phil hat gerade fast den Kindersitz mitgemacht. Das war drüber gefallen. Okay, wohin müssen wir? Ich glaube nach da, ne? Was? Da, oder? Da lang. Da lang. Ja, wir waren gerade kurz essen und jetzt überlegen wir noch zum Hafengeburtstag zu gehen. Oh, guck mal da hinten, die Wolken. Oh, oh no, oh no. Ich glaube, es wird nichts. Nee, ich glaube auch, weil wenn es richtig doll regnet, dann ist man definitiv am nächsten Tag krank und darauf haben wir keinen Bock, weil unser Immunsystem gerade wieder richtig gut geworden ist. Und nach den ganzen Geschichten, die uns erreichen. Oh Mann, Sam. Der ist gerade richtig bockwurstig. Yes. Er ist halt bockig, weil er kein Essen bekommen hat. Ja, von daher müssen wir mal gucken. Und ansonsten sparen wir uns das lieber. Ja, ich würde sagen, da sind wir jetzt hier nur dezent nass geworden, ne? Eigentlich und wollten wir noch zum Hafengeburtstag. Wir hatten noch den großen Schirm. Es ging jetzt so schnell, wir haben aufgehört zu filmen. Und direkt ging es los, ey. Richtig übel. Richtig aus der Atem vom Rennen, ja. Ne? Ja. Guck mal, die Hose hat einen richtigen Farbverlauf bekommen. Ja. Also, wir gehen jetzt lieber duschen und bleiben zu Hause. Ich bin jetzt schon frisch geduscht und der kleine liebe Sam ist hier noch extrem nass. Schaut euch diesen Layaway hier mal an. Der wieder alte Glanz erstrahlt. Trocken Fell. Ja, aber kurze Fell stinkt er jetzt nicht so, wenn er nass ist, ne? Super, der Herbst ist angekommen. Wir sind's wieder, die drei von der Tankstelle. Ja, gestern ging ein bisschen so alles drunter und drüber, beziehungsweise wir waren erst ab 20 Uhr wirklich ohne Besuch und ohne etwas zu tun zu haben. Und deswegen konnten wir euch gestern richtig schlecht mitnehmen, was ja eigentlich der Plan war. Aber mein Papa kam dann auch noch spontan vorbei. Und der Regen war auch einfach viel zu stark, um irgendwas zu filmen.
der Regen war richtig stark. Also wir sind wirklich klitschnass geworden gestern. Und abends hatte ich erstmal Schnupfen und Halsschmerzen, wo ich mir dachte, Das geht los. Ja. Nee, deswegen, heute haben wir uns richtig schön warm angezogen. Wir werden jetzt erstmal ein Kaffee holen. Erstmal reinkommen in den Sonntag. Sonst wird das hier nichts. Und dann vielleicht auf den Hafengeburtstag noch kurz. Aber heute haben wir auch richtig viel zu tun, weil wir gestern ja nichts wirklich abarbeiten konnten. Du, was ist hier los? Die Stadt ist ausgestorben. Ja, aber die Buchstaben alles leer. Hafengeburtstag. Ja, das sieht man hier nicht. Aber es ist kurz nach 10 und nicht mal Starbucks hat auch. Ich wollte gerade sagen, wir wollten ja gerade noch mal kurz einen Kaffee rausholen. Haben es aber leider nicht geschafft. Aber ich glaube, dass er eigentlich offiziell schon auf hat. Es ist richtig rangezoomt. Ach, scheiße. Hallo. So ist das Leben mit Wurstfingern, Leute. Ich glaube, offiziell hat Starbucks sogar schon auf. Aber die haben alle verschlafen. Die haben alle rumgedörbt. Die haben gestern auf dem Hafen Geburtstag schön gesoffen. Das sage ich dir, wie es ist. Wir haben uns gerade noch mal umentschieden. Wir sind jetzt hier bei Subway gelandet. weil ist zwei ein hässliches Gesicht. Das hier auch. Wenn er was abbekommt. Ja, die Schlange bei Espresso House war richtig lang, die ging bis draußen und es hat wieder voll angefangen zu regnen. Aber dafür ist es hier komplett leer und wir sind echt schnell reingekommen. Es ist ja auch erst 10.18 Uhr. Bei mir gibt es jetzt lecker Chicken Teriyaki mit Doppelfleisch. Leider kann man das hier nicht erkennen. Und bei dir? Ich habe Tuna. Ich habe erst überlegt, ob ich diesen Spicy Vegan Patty nehme. Ich glaube, der ist nicht so lecker, oder? Hast du den schon mal gegessen? Mhm. Ich fand den eigentlich ganz gut. Ja? Ja. Aber ich mag ja auch nicht so gerne diese veganen Burger von McDonald's. Burger King ist richtig gut, aber McDonald's... Ja, die von McDonald's mag ich auch nicht. Die schmecken komplett eklig. Mein Papa hat übrigens gestern überlegt, auf diese Kletterwand hier zu gehen in der Europapassage. Huch, Entschuldigung, Sam. Aber du musst mir nicht immer vor die Füße treten. Ja, wollen wir. Ja. Eine Hand Kaffee und dann... Ja, genau. Läuft. Stimmt, habt ihr noch gar nicht gesehen. Er war ja beim Friseur. Jetzt setzt er vor. Jetzt hat er wieder kurzes Fell. Komm mal her. Und seitdem ist er wieder sehr gut drauf. Er ist dann immer so richtig... Komm. Locker flockig. Ne? Also es ist echt ein krasser Unterschied mit Sam. Wenn er geschoren ist. Ja, komplett anders. Oh, kalt. Erstmal kriege ich Tropf, es fängt schon wieder an zu regnen. Ich kotze im Strahl. Hamburg ist wieder das, was es normalerweise ist. Regen, Wind und Kälte. Ja. Hey Leute, wir sind hier gerade über die Straße gelaufen. Ich bin hier gerade fast in eine Eiskugel reingeknallt. Liegt hier einfach Olaf auf dem Boden. Olaf fliegt. Guck mal bitte diese Wolken. Oh. Warte, komm, eben hat das so gut geklappt. So, perfekt. So können wir jetzt nach Hause gehen. So sieht übrigens unser Arbeitsalltag aus. Ich verziehe mich ganz oft hier ins Schlafzimmer, schneide die ganze Zeit und... Was machst du? Ich schneide TikToks. Du schneidest TikToks? Und du? Du wartest hier immer, ne? Ja, aber das klappt halt echt sehr gut mit zwei Zimmern, muss ich sagen. Auch wenn wir beide immer von zu Hause arbeiten. Wir sind ja wirklich hier 24/7 zusammen. Aber darüber freut sich wenigstens unser kleiner Sam, ne? Übrigens von gestern. Unsere Sachen sind so nass geworden, die trocknen hier immer noch auf der Toilette. Also... Sie sieht aus wie Harry Potter. Ich weiß, ich sehe wirklich aus wie Harry Potter. Aber ich habe halt aber eben... Aber nicht wie Harry Potter, sondern wie Harry Potter. Ich sehe aus wie Hermine Potter. Harry Potter's Jake. Ich habe meine Brille mal rausgekramt, weil ich beim Schneiden gemerkt habe, dass ich ein bisschen Probleme mit meinen Augen habe. Weil wenn man die ganze Zeit immer entweder aufs Handy starrt oder auf den Laptop, dann wird das irgendwann so richtig unangenehm. Oh, Leute, es ist bei euch auch so kalt geworden. Ich überlege jetzt langsam echt die Heizung wieder anzumachen. Ich friere immer richtig. Schönes Wetter, wir können es gar nicht glauben. Es sieht aus, als wäre Sommer, aber es sind 11 Grad und Wind, aber gerade Sonne. Und wir hoffen, dass das so bleibt. Ja, nicht, dass wir unser Fischbrötchen gleich im Regen genießen müssen. Ja. Zeig mal, wie schön es da gerade aussieht. Ey. Das sieht richtig schön aus. Wir wollen auf jeden Fall jetzt doch noch mal spontan zum Hafengeburtstag, weil es einfach zu schade wäre, da nicht hinzugehen. Ja, wie viele Jahre wurde das jetzt vor? Ne? Ich glaube, deins. Das ist schon lange meins. Wir tauschen nicht nur Hoodies und
Jacken, sondern auch Parfum. Ich muss mal überlegen, es gibt ja an sich ja nur zwei Parfums, die wir teilen. Einmal Baccarat Rouge. Ja. Und das heißt ja, das ist ja von Redo und das ist ja Bibliothek. Bibliothek, stimmt. Das riecht mega gut. Können wir euch unten verlinken, wenn wir es finden, aber bestimmt. Ja, auf jeden Fall drückt uns die Daumen, dass wir trocken bleiben. Aber es ist gerade wirklich, wir können es nicht glauben, blauer Himmel. Suche nach der ersten Fressstation. Ja. Hast du Hunger? Ja. Möchtest du gebrannte Mandeln? Nein, ja. Du möchtest was essen, ne? Ich muss mal kurz was loswerden, Leute, ne? Es ist super leer hier. Es ist super leer. Wir sind jetzt seit 2 Minuten hier. Und da fahren wir schon die erste in die Hacken. Das kann ich gar nicht leiden. Ich hasse sowas. Warum? Warum? Und auch so penetrant die ganze Zeit, wo ich mir denke, geh doch einfach immer vorbei. Hier ist doch genug Platz. Schön mit dem Kinderwagen in der Hacke. Ja, so so lieben wir das. Mit den dreckigen Schuhen vom Kind. Ey, ist ja nicht schlimm. Das Kind kann nichts dafür. Aber die Eltern, warum? Sie waren stets bemüht. Und für dich gibt's? Champignons. Das sind meine überbackenen Champignons. Und das ist seine Pommes. Und mit ganz wenig Mayo. Ganz wenig Mayo. Ich verstehe es nicht. Er isst diese Pommes einfach immer komplett heiß. Generell alles an Essen und Trinken. Man brüht Tee frisch auf, er trinkt es schon. Wie? Wie ist das möglich? Ich habe keine Zähne. Meine Zähne sind nicht echt. Tasty, tasty. Und du hast wieder Vollmilch genommen. Schreibt in die Kommentare, Erdbeer mit Vollmilchschokolade oder mit Zartbutter? Oder Halbmilch. Oder Halbmilch. Ich muss aufpassen, dass ich hier niemanden ausspieße. Wahnsinn. Großes Kino. Und jetzt kommen wir auf die Tanzfläche. Fresh. Ich hätte gerne Schafskäse. Ein? Ja, genau, ein. Ohne Zatze, ohne Cindy hier. Richtig aufgeflatscht, du hör mal. Das schmeckt. Ich esse bisschen Tzatziki mit bisschen Fladenbrot. Ein bisschen Schafskäse. Ede bidi bizi. Das ist Cindy mit den Tzatziki. Och nö, komm. Perfekt. Ich hab da ehrlich gesagt gar keinen Bock rein zu beißen. Ich hab da eine Tzatziki im Mund. Ich find's witzig. Toll, super. Fia kann komplett gar nicht essen. Sie hat gerade abgebissen. Es wäre auf deine Jacke gefallen, du Henner, ey. Guck mal, jetzt habe ich die Kacke auf der Hand. Scheiße, man muss ja dazu sagen, der Tzatziki-Klump wäre stumpf auf ihre Jacke gefallen und sie hat einfach so gar keine Reflexe. Ich sag, du hast das gar nicht gemerkt. Ja doch, aber ich wollte es einfach fallen lassen. Ich hatte es kontrolliert fallen gelassen. Und danach erstmal schön die Jacke in die Reinigung. Und ich sehe nur so den, so, ich denke mir, hä? Ich bin Ninja, Mann. Wir versuchen mir gerade einen Pikachu rauszuholen. Ich bin gespannt. Also ich glaube an dich, ne? Wolltest du gleich 2 auf einmal für dich holen, oder? Oh mein Gott. Park, wie knapp. Das war so knapp. Oh. Tada. Wow. We made it. Aber wir haben den Spezi-Pikachu bekommen. Aber der sieht voll süß aus. Ja, normal. Ist ja auch von mir. Ja. Für dich. 270. Machen wir mal. Aber gut. So. Er sieht genauso aus vom Gesicht wie du. So ein bisschen bedröppelt. Warte mal, vergleich mal. Du, die Kuscheltiersammlung am besten wird jetzt aufgestockt. Ich schlafe auch jeden Abend mit denen. Sam, eigentlich war das mein Kuscheltier. Sam bekommt jetzt Bernhard. So, Bernhard. Das ist Sam. Sam, ganz ruhig. Vorsichtig. Und tschüss. Ja. Bernhard wird jetzt erstmal eingeweiht. Ja, Bernhard wird jetzt Samantha und Schniefelus vorgestellt. Sein Dank. Ne? Ist das schön? Das ja. Gehen wir mit Bernhard jetzt nochmal Gassi? Oh, das war die richtige Entscheidung, dir Bernhard zu geben. Aber Pikachu bekommst du nicht. Pikachu gehört mir. Pikachu muss zu Pummelhof. Ja, das stimmt. Oh, freust du dich? Wir gehen jetzt noch eine Runde mit Sam. Da ist er. Der ist mit Bernhard noch zugange. Und wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Und wir hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Genau. Am Montag. Also, bis Montag.